Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Mittwoch. Beide Kids sind Kindergarten und Schule. Genau, den Samen habe ich gerade weggebracht. Und ja, als wir uns gerade fertig gemacht haben zum Rausgehen, ist auch Lara gerade wach geworden. Lara ist, die mutiert zur Langschläferin. Das ist so crazy. Die hat jetzt wirklich bis, ja, so 20 vor 9 ungefähr geschlafen. Ja, läuft, würde ich sagen. Ja, ich habe heute früh, ich war relativ früh wach, habe endlich mal angefangen, Bilder, also wirklich erst angefangen, Bilder rauszusuchen, weil ich brauche einmal 12 Fotos von jedem Monat. Einmal das, wo ich immer mit dieser Decke das gemacht habe, für jeden Monat. Und dann nochmal normale Fotos, einfach für jeden Monat eins. Und das ist schwierig. Ich habe tausend und abertausende Fotos auf meinem Handy. Und es wird schwierig, da irgendwas rauszusuchen. Das nimmt Zeit, deswegen will ich das gar nicht ja, zu weit nach hinten schieben. Deswegen versuche ich da heute immer mal wieder für jeden Monat mal was rauszusuchen. Ja, die ersten 2 Monate habe ich von diesen, also da, wo sie auf diesem Tuch liegt, auf diesem, wo stand 1 bis 12, mit diesem Regenbogentuch, ihr wisst, was ich meine, da ist es relativ einfach, weil da habe ich ja jeden Monat immer nur das gleiche Foto und da muss ich einfach nur von, keine Ahnung, 10, 15 Fotos raussuchen, was mir am besten gefällt. Aber wenn ich dann allgemein Fotos von einem kompletten Monat raussuche, das wird tricky, aber naja. Ja, das habe ich. Ich habe auch heute Morgen so eine kleine To-Do-Liste geschrieben, was ich denn noch alles ja, zu tun habe, zu erledigen habe, raussuchen muss. Ja, das habe ich nämlich gestern nicht so wirklich gemacht. Ja, ja, ich kam auch tatsächlich gestern nicht dazu, Video zu schneiden oder irgendwas. Also, das hat alles nicht so gut funktioniert. Ich habe abends, als die Kids dann im Bett waren, meine E-Mails noch gemacht. Aber Videoschneiden war nicht drin, deswegen ist es das Erste, womit ich jetzt während dem Frühstück starten werde. So, Lara und ich frühstücken jetzt zusammen. Ich habe hier so ein Brot geschmiert mit Kalbsleberwurst, ein paar Stücke Babybel und ein paar Stücke Banane. Ja, also, wenn sie ihre Zähne hat, dann wird das alles angenehmer, aber so, ja, schwierig. Ich kann ihr auch, ich muss sie immer noch so ab und zu mal ein bisschen füttern, weil sie gerade bei diesen kleinen Sachen, die muss man ja erstmal greifen können und festhalten. Also das ist immer schwierig, da so nur gezielt, der Süße, da, gezielt eins rauszuholen, ist schwierig. Da greift sie meistens, wenn sie selber reingreift, mehrere. Aber mit mehreren kommt sie noch nicht zurecht, weil sie erst einen Zahn hat und der ist auch ganz, ganz winzig. Ja, meine Süße, gell? Dauert noch ein bisschen und dann kannst du das alles ein bisschen besser alleine handeln, gell? Ja. So, wir frühstücken und dann starte ich mit der Arbeit. So, dann melde ich mich mal wieder. Leute, Lara hat einfach bis 20 vor 9 geschlafen. Und dann habe ich sie natürlich nicht wie sonst um 10 hingelegt, sondern erst um nach 12. Also sie hat um 12 gegessen, dann habe ich sie um, ich weiß gar nicht, Viertel nach 20 nach oder sowas hingelegt. Und jetzt haben wir 20, 25 nach 1. Sie schläft immer noch, also sie schläft jetzt seit einer Stunde. Ja, alles ein bisschen durcheinander heute. Ich wurde heute auf ein Event eingeladen. Ich weiß schon länger davon. Ich hatte auch zuerst abgesagt gehabt. Jetzt wurde ich aber heute nochmal angeschrieben. Jetzt habe ich da geantwortet und jetzt steht es noch nicht, immer noch nicht fest, ob ich da jetzt heute hingehe oder nicht. Ich hatte irgendwie so, war so unmotiviert und ich wusste, ich kann dann da halt auch nicht mit den Kids hin und ja, das fängt erst um 4 an und geht wahrscheinlich so bis um 8 rum. Und ja, deswegen war ich so unentschlossen. Jetzt haben wir mich aber nochmal angeschrieben gehabt und jetzt warte ich aber die ganze Zeit auf eine Nachricht. Richtig blöd, wenn ich da keine Info bekomme, dann fällt es halt eben flach, aber wir haben 1.30 Uhr und ich weiß noch nicht, ob ich um 4 Uhr da irgendwo sein muss. Ich würde es dann wahrscheinlich eh nicht pünktlich schaffen, ja, weil ich einfach noch keine Rückmeldung habe. Das ist ein bisschen blöd, deswegen sitze ich hier gerade so und denke mir so, ich hätte gerne einen Plan. Aber naja, ist nicht schlimm, wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so.
Ich habe hier einen Wäschekorb zum Zusammenlegen und ich habe oben auch noch die dunkle Wäsche zum Zusammenlegen, also die schwarze Wäsche. Aber naja. Es sind zwei Pakete bis jetzt gekommen. Also irgendwas ist komisch, weil ich warte auf zwei wichtige Pakete, wo es hieß, die sollten schon am Montag kommen und die sind immer noch nicht da. Also nicht so cool. Ich warte nochmal, ob jetzt irgendwie was dann mit dem Nachmittagsversand kommt, aber irgendwie ist es ganz komisch. Es kam was von Lily Silk an. Oh Leute, so schöne Teile. Ich kann die euch noch nicht zeigen, weil es eine Winterkollektion ist, die noch nicht gelauncht ist. Also es wird gar nichts bringen, wenn ich sie euch zeige, weil ihr sie online eh nicht findet. Deswegen, ich werde euch die Sachen wahrscheinlich erst Ende November, Anfang Dezember zeigen können. So schön. Okay, egal. Das zweite Paket war hier Müller mit lauter Tonis. Ich weiß, ich habe sie nicht mehr alle. Ich weiß es. Aber ich bin echt süchtig. Meine Schwester meinte gestern auch so, oh, ich würde am liebsten alle haben. Es macht ja voll süchtig. Man will irgendwie noch eine und noch eine und noch eine, weil das Ding ist, das hören ja nicht nur die Kinder den ganzen Tag, sondern wir als Eltern hören das ja auch den ganzen Tag und sind dann froh drum, wenn es dann irgendwie, also ich freue mich immer, wenn es zum Beispiel Disney-Figuren sind von alten Disney-Filmen, die man so aus der eigenen Kindheit noch kennt. Ich finde das so schön, dass ich jetzt auch mal ein paar Figuren da habe von so Mädchenfilmen, so dumm es sich auch anhört, aber es gibt so gewisse Filme, die hat Lias und Samu nie interessiert, ja? Ob es sowas ist wie Pocahontas, Cinderella oder was auch immer. Und jetzt kann ich die ganzen Sachen endlich mal wieder hören und besorgen und naja, egal, auf jeden Fall. Ich habe hier drei Tonis für Malia gekauft für die nächsten Anlässe. Also Weihnachten, klar, da habe ich jetzt aber auch schon, also eine habe ich jetzt für Nikolaus. Ich habe aber auch welche für Weihnachten schon und dann auch für Ostern und die nächsten Anlässe. Das muss gar nicht jetzt sofort sein. Ich bin nur gerade dabei, so ein bisschen zuzuschlagen, weil ich jetzt gerade einen Überblick habe, was meine Schwester alles drüben hat und was wir alles aktuell haben. Also sonst, ich bin echt komplett durcheinander. Was meine Schwester zum Beispiel noch nicht hat, ist den Sandmann. Den haben wir hier letztens drauf gemacht und da kam diese Melodie. Sandmann, lieber Sandmann, es ist bla bla bla. Und da kam meiner Schwester die Tränen in die Augen, wirklich nur so ganz leicht. Und sie meinte so, kannst du es glauben? Ich habe ein Baby, ich habe ein Kind. Die war so voll überfordert in dem Moment, weil wir haben das als Kind immer abends geschaut im Fernseher, da gab es das alles ja noch nicht so. Da gab es zwar Kassetten, aber nicht sowas wie, man schaltet abends irgendwie eine Kassette ein. Wir hatten immer den Sandmann, das ging irgendwie, was weiß ich, 10 Minuten und dann war Schlafenszeit sozusagen. Und diese Toni ist mit einer der, die mich am allermeisten an meine eigene Kindheit eben erinnert. Und meine Schwester hat die noch nicht und deswegen habe ich gesagt, ich werde die auf jeden Fall besorgen. Und was sie sich extrem gewünscht hat, war Encanto. Die haben wir ja auch schon. Ganz, ganz toller Disney-Film. Einer der neueren Filme, nichts Altes, aber ja. Und dann habe ich diese Dame hier geholt, die werde ich jetzt für uns auch besorgen. Zoes Kleiderschrank. Eine sehr, sehr, sehr süße Geschichte von einem Zauberkleiderschrank. Zoe ist ein kleines Mädchen mit einem Freund. Also sehr, sehr cool. Wir haben da vorhin kurz reingehört. Eine sehr angenehme Stimme, angenehme Musik. Und ursprünglich, Malia hatte mal ein Foto gemacht mit so zwei Zöpfen. Und da habe ich zu meiner Schwester gesagt, dieses Foto sieht gerade aus wie Zoe. Und die so, wer ist Zoe? Ich so, Zoe von Zoes Kleiderschrank, Zauberkleiderschrank. Das ist eine Ton, also ich habe dann diese Toni-Figur rausgesucht und ein Foto, eine Collage gemacht mit der Toni und dann das andere Foto von Malia. Und es ist wirklich so zum, also man hätte, wenn man jetzt jemanden, der Tonis kreiert, dieses Foto von Malia gezeigt hätte, hätte er genau diese Toni kreiert. Mit den blauen Augen, mit den hellen Haaren, mit den zwei Zöpfen. Es ist einfach so, sie könnte auch Malia heißen anstatt Zoe.
gesagt, also ich werde auch, wenn ich diese Toni ihr irgendwann schenke, dieses Foto von den beiden, also von der Toni und von ihr vorne drauf kleben. Es ist einfach nur so lustig. Ja. Und dann habe ich noch drei Tonys für uns gekauft. Einmal hier Küss den Frosch. Auch einer der neueren Disney-Filme, aber ein sehr, sehr, sehr schöner Disney-Film, auch mit so einer Prinzessin. Dann habe ich hier von der Sendung mit der Maus, die Welt entdecken. Und ich glaube, das könnte etwas für Lias sein. Der ist ja so voll interessiert an Welt, Länder, wo gibt's was und wo kann man hinreisen und bla 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 bla. Der ist da sehr, sehr, sehr obsessed. Der liebt auch so Weltkarten und keine Ahnung was. Ich glaube, das ist eine Toni, die ihm taugen könnte. Die kriegt er auf jeden Fall geschenkt. Und ich habe von Paw Patrol die Liberty heißt sie, geholt. Wir haben ja schon einige Toni-Figuren von Paw Patrol. Ich glaube, 3 oder 4? Nein, 4 mittlerweile. Und die musste sein. Gute Liberty. Genau. Die werde ich jetzt noch auf unsere Toni aufsetzen. Nee, habe ich schon gemacht? Doch, doch, das habe ich schon gemacht. Genau. So, ich wollte euch endlich mal die Sachen zeigen, die ich über die Black Week, wollte ich gerade sagen. Nein, Gott sei Dank noch nicht, dann wäre nämlich Amerika schon, würde es schon hinter uns liegen. Über die Cyber, nicht Cyber, was ist denn mit mir? Was war das denn? Wie hieß es denn jetzt gerade? Prime Days, genau. Prime Days. Da habe ich einmal eine Alexa bestellt. So sieht die gute Ude aus. Die ist jetzt da oben bei uns. Hier. Da ist sie. Und wir nutzen sie tatsächlich sehr, sehr gerne. Also vor allen Dingen für zum Musik hören. Also ich hatte hier, wenn ich immer mal so ein bisschen sturmfrei habe, dann mache ich laute Musik an. Dann hatte ich hier auch morgens schon, als die Kinder oben gespielt haben und haben mein Mann und ich in der Küche rumgewuselt, gerade so Samstag, Sonntags, dann haben wir so ein bisschen unsere 90er-Jahre-Musik angemacht und die Kids sagen ja auch dann immer, hey Alexa, spiel dies, das, Ananas. Ja. Also vor allen Dingen zum Musik hören benutzen wir sie ganz, ganz viel. Das war ja der Hauptgedanke auch. Was ich aber auch mittlerweile gemacht habe, ist, wenn ich irgendwie merke, ach, mir fehlt irgendwas, dann setze ich Sachen auf die Einkaufsliste und die kann ich dann über meine App am Handy abrufen. Also wenn ich dann einkaufen bin, kann ich sehen, ah, was habe ich zu Hause auf die Liste gesetzt, weil das kommt ja so oft vor, dass ich den Kühlschrank aufmache und denke, ach, du musst Gurke kaufen und dann vergesse ich es. Also das ist mir schon 1 Million Mal passiert. Deswegen, das finde ich auch ganz cool. Wir haben auch jetzt morgens schon mal so nach dem Wetter gefragt oder solche Geschichten. Aber hauptsächlich für Musik, dafür war es ja eigentlich auch gedacht gewesen. Und dafür nutzen wir sie tatsächlich bis jetzt täglich, seitdem die eingerichtet ist. Und dann habe ich einer dieser Dots bestellt. Echo Dot, das sind diese runden Bälle. Ich habe es gerade oben, so sieht es aus, einfach ein runder Ball. Mit einem Lautsprecher hält, also beziehungsweise funktioniert genau wie wie diese Alexa mit dem Bildschirm, nur dass es kein Bildschirm hat. Du kannst das Ding ganz normal genauso bedienen mit Spiel dies, was ist das und wo finde ich jenes und was ist da und da passiert. Also kannst du ja alles fragen, ja, wie viele Länder gibt es auf der Welt oder was weiß ich was. Man kann wirklich alles Mögliche fragen. Genau, genau. So eine wird auf jeden Fall, das ist jetzt die, die ganz nach oben kommt. Dann habe ich ja eine auf Laras Liste gesetzt gehabt, die wurde auch schon gekauft, die kommt in ihr Zimmer. Und meine Schwester hat für Weihnachten eine gekauft, die kommt dann in die Zimmer, ins Zimmer von den Jungs. Genau, ich finde es sehr, sehr cool, dass sie dann in ihrem Zimmer auch einfach so Musik hören können. Klar, die haben da ihre Toni-Boxen, ist auch alles schön und gut, wenn sie mal eine Geschichte hören wollen und so. Aber wenn sie sagen, sie wollen einfach mal ein paar neuere, modernere Musik abgespielt haben, genau, also wir hören ja seit Monaten zum Beispiel von Udo Lindenberg Komet.
Das geht rauf und runter und wird mehrmals am Tag gespielt. Wirklich seit Monaten. Davor war es, ich weiß es gar nicht, aber wir hören wirklich ganz, ganz, ganz viele auch so modernere Musik, nicht nur Kindermusik. Und das können sie dann damit zum Beispiel machen. Oder wenn sie irgendeine Frage haben und wir keinen Plan haben, weil ich nicht alle Fragen auf der Welt beantworten kann, dann kann man auch die Alexa fragen. Ist ganz cool. Oder wenn sie oben sind und dann kurz nach der Uhrzeit fragen oder irgendwie sowas. Gerade der Samu, der Lias ist gerade dabei, die Uhr zu lernen. Macht er eigentlich auch echt ganz gut. Gerade die vollen Stunden hat er jetzt, Gott sei Dank, also das hat er drauf, wenn ich ihm sage, sei um da und da zu Hause oder da und da, kannst du von der Betreuung nach Hause gehen und so weiter. Das hat er jetzt mittlerweile drauf. Genau, aber ansonsten finde ich dieses Alexa-System schon sehr, sehr cool. Und man kann da natürlich auch über seine App Sachen beschränken, sprich, dass sie nicht aus dem Kinderzimmer irgendwas einkaufen können oder sowas. Man kann sowieso nicht final einkaufen, sondern man kann zum Beispiel sagen, Alexa, setze Waschmittel, bla bla, auf meine Einkaufsliste oder sowas oder auf meine Amazon-Einkaufsliste. Aber das finale Abschicken mache ich ja dann und deswegen, jo, wir testen das Ganze mal aus. Dann habe ich Küchentücher bestellt. Zwei Packungen für uns hier und eine Packung wollte meine Mutter auch haben und zwar von BMF. Das sind die, die hier seit wir hier eingezogen sind, hängen die da und so sehen sie aber auch aus. Die sind wirklich durch. Also diese Küchentücher, womit man einfach nur Geschirr abtrocknet, das geht eigentlich noch. Aber gerade diese Tücher hier, also da sind nämlich zwei Küchentücher drin für zum Geschirr abtrocknen und eins so für die Hände halt eben. Und die sahen echt nicht mehr nice aus. Also ich wasche das zwar alles regelmäßig, aber irgendwie sahen die nicht mehr so schön aus. Ich habe die letztens alle aussortiert, deswegen habe ich jetzt mal zwei Packungen geholt. Die waren halt im Angebot. Alles, was ich geholt habe, war jetzt dann im Angebot gewesen. Ich habe nichts einfach nur so geholt gehabt. Deswegen hat sich definitiv gelohnt, denke ich. Dann habe ich zwei Sachen bestellt. Von dem einen weiß ich noch nicht, ob ich es behalten werde. Und wenn ich beides behalte, dann weiß ich noch nicht, was davon von uns ist und was davon dann von meiner Tante und Dietmar ist. Oh Gott, ich muss das hier mal runterstellen. Also, ich habe zwei Fahrzeuge auf Laras Geschenkeliste gesetzt gehabt. Die sind beide angekommen und die sind auch für gut empfunden. Die bleiben auf jeden Fall. Ich habe aber auch noch eine andere Sache, die ich eigentlich ganz cool finde. Jetzt ist beides davon zugeklebt. Das ist natürlich doof. Naja, egal. Ich zeige es euch einfach mal. Das ist im Prinzip ein Dreirad mit noch einer Stange. Das ist so der Anfang. Das heißt, man kann das Kind noch schieben und unterstützen und so weiter und so fort. Irgendwann braucht es das vielleicht nicht mehr oder ist nicht mehr. Dann, es gibt ja manchmal irgendwie, man ist mit so einem Ding unterwegs und das Kind ist irgendwann faul oder hat Probleme, den Berg hochzukommen. Da kann man immer ein bisschen mit anschieben. Irgendwann kann man natürlich die Stange wegmachen und das Kind fährt ganz normal Dreirad. Und irgendwann, wenn das Kind größer geworden ist, kann man nämlich diese Dreiräder abmachen und dann hat man einfach nur ein normales Laufrad. Das finde ich so cool, weil bei den Jungs zum Beispiel hatten wir wirklich ein separates Dreirad, ein separates Laufrad und eigentlich kann man sowas haben, alles in einem sozusagen. Und auch gerade beim Dreirad, da braucht man ja wirklich Kraft, um zu treten, um das Fahrzeug und sich selbst in Bewegung zu bringen. Und da haben wir ganz oft uns gebückt und geschoben. Und so mit der Stange muss man es halt eben nicht machen. Also dieses im Prinzip 3 in 1 finde ich sehr, 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 sehr cool. Und ja, ich bin mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich es behalten soll, weil wir haben ein Dreirad, den würde ich dann weitergeben. Und ja, ich bin mir noch nicht so sicher. An sich finde ich es ganz cool, weil irgendwann würden wir sowieso dann ein Laufrad kaufen müssen. Ja. Ich glaube schon, dass ich es behalte. Ich muss es nur mal auspacken und zusammenbauen und dann schaue ich mal. Und das zweite, was ich gekauft habe, was auf jeden Fall bleiben wird, und eins dieser zwei Sachen wird dann sozusagen von uns sein und eins dann halt eben von meiner Tante und vom Dietmar. Und zwar, da werden mich jetzt viele für verrückt erklären, warum ich das mache, aber ich habe ein Tablet gekauft. Ich glaube, ich habe dazu schon mal was gesagt gehabt in den vergangenen Vlogs. Habe ich oder habe ich nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mich für das Fire HD 8 Kids Tablet entschieden mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz. Offiziell steht hier ab 3 Jahre.
Ich denke mal so, alles was Medien betrifft, muss jeder für sich selbst entscheiden. Bei der Toni-Box steht auch ab 3 Jahre. Der Lias hatte seine ab 6 Monate und hat jeden Abend seinen Sandmann gehört und ist mit der Melodie eingeschlafen. Ich kenne um uns herum niemanden, der keine Toni-Box hat, und ich kenne auch niemanden, der sie nicht mit spätestens einem Jahr hatte. Also deswegen so viel mal zum Thema Altersangabe. Jeder muss für sich selbst letzten Endes wissen. Das Tablet sieht so aus. Das ist das gleiche Tablet, was auch die Jungs haben von der Größe her. Das ist halt eben eine Edition, die ist so eine Disney Edition. Deswegen kostet der ganze Spaß auch, ich glaube, 20 oder 30 Euro mehr. weil das Tablet gibt es mittlerweile nur noch in Blau und in Rot. Ich finde es unglaublich hässlich in Rot. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Es gab es mal in Lila, ist aber seit Monaten nicht verfügbar und auch nicht lieferbereit. Sonst hätte ich das genommen. Ich wollte es, bin ich ehrlich, einfach in Rosa haben. Mich haben diese ganzen Disney-Prinzessinnen hier auch angesprochen. Und deswegen war es mir das halt eben wert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nur theoretisch die Hülle, aber ja. Und die Hülle an sich, wenn man die irgendwo extra holt, kostet die tatsächlich 40 Euro. Also völlig krass. Auf jeden Fall, ich werde Lara natürlich nicht in ihrem aktuellen Alter irgendwie, keine Ahnung, vor ein Tablet setzen. Zumindest nicht zu Hause. Und jetzt kommt nämlich der Grund, warum ich das gekauft habe, und zwar für den Urlaub. Ja, da können mich jetzt viele absolut verurteilen und steinigen. Ich selber habe, wenn ich Kinder gesehen habe im Buggy, die ein Handy oder ein Tablet in der Hand hielten, habe ich immer gesagt, boah, sind das für schlechte Eltern, wie können die denn sowas machen? Oder wenn wir im Urlaub waren und die Eltern am Essen waren und die Kinder dann Tablet geguckt haben oder irgendwie sowas. Ich habe echt immer krass verurteilt, definitiv, bin ich ehrlich. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt. Ich habe da wirklich immer direkt gesagt, so, boah, krass, wie kann man sowas machen und so weiter. Geht gar nicht, so schnell mit Medien konfrontieren und bla 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 bla. Man redet immer viel und verurteilt viel, wenn man nicht in der eigenen Haut steckt. Denn als ich natürlich selber dann Kinder hatte, wurde ich eines Besseren belehrt. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man zum Beispiel im Urlaub am Essenstisch sitzt und die Kinder wenig essen oder schnell gegessen haben und die, was heißt schnell gegessen, aber die essen natürlich nicht so ausgiebig wie wir Erwachsene, die sich mehrmals was holen oder die einfach erstmal die Kinder versorgen. Die Kinder sind dann schon am Essen, dann habe ich mir mal was zu essen geholt und bis mein Mann sich dann irgendwas zu essen holt, sind die Kinder schon längst fertig und dann fangen sie an zu quengeln. Dann gehen wir endlich los und ne, ich will nicht mehr hier sitzen und bla 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 bla. Und ja, man kann dann entweder jeden Tag 3-mal beim Essen diskutieren oder man hat natürlich die allerliebsten Engelchen, die einfach da brav lieb sitzen, bis die Eltern in Ruhe aufgegessen haben, auch wenn es eine Stunde dauert. in solchen Fällen finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man den Kindern dann das Tablet zum Beispiel gibt, sie irgendeine Sendung gucken, die Eltern in Ruhe essen können und man dann gemeinsam in den Abend gehen kann, im Urlaub zum Beispiel irgendwie noch was erleben oder whatever. Oder auf langen Autofahrten oder auf Reisen, wie jetzt längere Flüge oder generell Flüge, selbst wenn es nur ein 2-Stunden-Flug ist. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also ich rede jetzt von kleineren. Unsere Jungs schauen auch zu Hause mal Tablet. Einfach wenn es zum Beispiel mal draußen regnet und es richtig irgendwie ekliges Wetter ist und sie sind am Spielen und irgendwann ist es langweilig, dann sage ich auch mal, ja, dann schaut halt eine halbe Stunde mal irgendeine Serie oder spiel mit Edorino oder weiß der Geier was. Gestern war es zum Beispiel auch so, der Samu war sehr lange mit mir draußen, hat dekoriert, gemacht, getan und der Lias war draußen spielen. Dann waren wir irgendwann fertig mit der Deko und der Samu wollte dann auch spielen. Seine Freunde in seinem Alter waren aber nicht da gewesen und der Lias war dann genervt, weil der Samu bei denen war und ja, 2 Jahresunterschied merkt man halt ab und zu schon mal. Dann habe ich zusammen gesagt, komm, du darfst dir was anschauen. Dann war er glücklich gewesen, Lias war glücklich gewesen und fertig. Genau, weswegen ich das jetzt geholt habe, ich werde dieses Tablet sehr wahrscheinlich in den Urlaub mitnehmen.
für Situationen, wenn man die Kinder einfach gerade mal ein bisschen ablenken möchte. Sprich, wenn sie zum Beispiel im Flugzeug, was weiß ich, vielleicht komplett durchdrehen. Man weiß es ja alles nicht, wie es sein wird, gell? Es ist ein 10-Stunden-Flug. Es werden Situationen kommen, dass sie mal einschlafen oder dass sie auch mal spielen und. Es werden aber sicherlich auch Situationen kommen, wo sie einfach nicht mehr sitzen möchten, wo sie vielleicht dann ein bisschen rumlaufen wollen, was man dann auch machen kann, aber was man nicht 10 Stunden machen kann. Und dann gibt es halt vielleicht auch mal die eine oder andere Situation, wo man dem Kind ein Tablet oder ein Handy in die Hand drückt und einfach mal ganz kurz 10 Minuten, ich rede hier jetzt nicht von irgendwie 1, 2, 3 Stunden, auf gar keinen Fall, sondern es geht einfach nur für den Moment einfach mal ganz kurz aus irgendeiner Situation rausholen, die irgendwie vielleicht gerade unangenehm ist und die irgendwie was wir zum Beispiel zweimal gemacht haben, meine Schwester und ich, wir waren im Auto gewesen und beide Kids waren restlos übermüdet, weil sie beide nicht geschlafen haben und wir lange unterwegs waren und die haben beide so krass gequengelt auf der Rückfahrt und wir hatten noch gute 40 Minuten Fahrt vor uns und ich habe zu meiner Schwester gesagt, ich gebe der Lara jetzt ein Handy in die Hand, ist mir egal. Und das haben wir dann bei Lara und Malia gemacht und zwar haben wir nicht denen das in die Hand gegeben, sondern vorne am Sitz haben wir ja, also wir haben ja oben Befestigungen und ich hatte bei Lara das sowieso, ich saß ja hinten bei ihr und habe es dann festgehalten. Und bei Malia habe ich es hinten am Sitz festgemacht und ist dann so, also die haben das nicht in der Hand und halten sich das irgendwie nah an die Augen ran. Und ich hatte zum Beispiel diese Kindermusik angemacht, Aram Sam Sam und Co. Das ist diese eine Frau, alle, die Kinder haben, kennen diese Frau von YouTube, die Kinderlieder singt. Mit Kindergartenkinder, die dann da im Kreis laufen und irgendwelche Späße machen und rumtanzen und hüpfen und keine Ahnung was. Sowas machen wir dann an. Wir machen denen jetzt keine Kinderserie an und lassen die wirklich irgendwie keine Ahnung was gucken, sondern schon irgendwie was mit Kindern und Bewegung und die Kinderlieder, die sie eh schon sozusagen kennen. Sowas machen wir dann zum Beispiel an. Oder Sachen mit Malen, genau, also das, wo man dann auf dem Tablet irgendwie was rummalen kann, mit dem Finger halt eben, genau, das hatte der Lias nämlich, letztens hat er irgendwas gemacht gehabt, ich glaube mit so, mit einer Hand, wo man dann Fingernägel machen konnte und Tattoos drauf und sowas. Und das hat man hier gesehen und die hat dann da rumgemalt und hat gelacht und keine Ahnung was. Das waren wirklich, das war irgendwie so eine 2-3-Minuten-Aktion, aber einfach für so Momente, dass man die einfach kurz ablenken kann, wenn die zum Beispiel auch beim Essen extrem unruhig sind und irgendwie kurz, weil das sind einfach nur diese Ausnahmemomente. Das hat nichts damit zu tun, was man zu Hause im Alltag macht, sondern Ausnahmemomente, wenn man draußen unterwegs ist und irgendwie gerade ein Problem hat, die Kinder abzulenken, weil sie mit keinem Spielzeug zufrieden sind und alles ist doof und keine Ahnung was. Und ja, dann ist sowas wie Medien, die ziehen dann meistens immer und funktionieren immer. Und ja, der eine sagt jetzt, hey, ist cool, wenn es ab und zu mal nur ist und meistens auch nur, wenn man irgendwo draußen ist, wenn die Kinder in dem Moment abgelenkt sind und dann nicht irgendwie rumweinen und jammern und man in Ruhe sein Essen zu Ende essen kann und sobald man aufsteht und weitergeht, wird das natürlich auch wieder weggenommen, ja. Also es wird nicht so sein, dass wir rumlaufen und die Kinder dann im Kinderwagen dann da mit einem Tablet oder sowas sitzen. Dafür sind die noch zu klein. Als Elias größer war, haben wir sowas auch mal gemacht, ja, wenn wir irgendwie am Einkaufen shoppen waren und ihm war es irgendwie langweilig, dann habe ich ihn auch mal was gucken lassen, ja, bin ich ehrlich. Also, ja, wie gesagt, wenn man verurteilt immer viel und gerne auch zu schnell und wenn man dann selber mal in der Haut steckt, dann ja, macht man es dann halt eben auch gerne mal, vor allen Dingen im Urlaub und auf Reisen, das ist eigentlich so, darum geht's eigentlich. Ja, ich weiß genau, ich werde dafür so ein Hate kassieren, aber es, also eigentlich ist es egal, weil jeder soll für sich und sein Kind selbst entscheiden. Ich weiß, dass es viele Mediengegner gibt und viele jetzt sagen, oh, das sind die Arme, die ist doch erst ein Jahr alt und keine Ahnung was. Ja, aber heutzutage wachsen Kinder einfach mit Medien auf. Heutzutage sehen die Kinder, aha, die Eltern sitzen am Laptop, am Tablet,
meistens hat man größere Fernseher zu Hause und nicht mehr die kleinen, die man von früher halt eben kennt. Die Handys sind sowieso bei jedem in der Hand und. Also die Kinder wachsen einfach heutzutage so auf. Und dann da alles und dann irgendwie zu sagen, so nee, die Kinder dürfen da aber ab 3 Jahre erst dran oder ab weiß der Geier wie viele Jahre. Das ist irgendwie so, ja, ein bisschen Doppelmoral, würde ich jetzt sagen. aber wie gesagt, wenn jemand sagt, ich mache das gar nicht mit Medien, geht gar nicht, gar kein Thema, jeder wie er mag. Und jemand, der sagt, ich mache das tagtäglich, auch jeder wie er mag. Also wir benutzen Medien, aber nicht im Alltag. Also es wird nicht jeden Tag Tablet geguckt oder. Es gibt die Ausnahmen sozusagen. Und ja, ich habe es jetzt geholt. Es war ein sehr, 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 sehr gutes Angebot. Ich habe das auch verglichen mit den letzten Black Friday Angeboten, wo ich ja zum Beispiel das Tablet von Samo gekauft hatte. Von vor ein paar Jahren. Und das, ja, war eigentlich so in diesem Bereich, deswegen war ich da zufrieden mit. Und wie gesagt, auch im Hinblick für den Urlaub, dass wir da einfach, einfach was haben, wo wir sagen, hey, wenn es gerade gebraucht wird, für ein paar Minuten zum Einsatz kommen lassen. Und wenn nicht, auch gut. Kann sein, dass wir es den ganzen Urlaub gar nicht gebrauchen werden. You never know. So viel dazu. Wow. Ich weiß, jetzt werden einige auch sagen, so, Amanda, rechtfertige dich nicht, mach du für dich, was du für richtig hältst und sowas. Ja, ich weiß, aber ich versuche immer schon vorab so ein bisschen was zu erklären, um den ersten, oh mein Gott, der hat ein Tablet für ein einjähriges Kind gekauft, so ein bisschen zu erklären, wieso, weshalb, warum. Auch wenn ich weiß, dass ich nicht müsste, aber trotzdem, egal. Ich habe ein Dreier-Set Drachen gekauft. Jetzt am Sonntag findet das Drachenfest statt. Dann habe ich so kleine Handschüchchen gekauft. Die sind jetzt von der Marke Sterntaler. Die waren auch super toll im Angebot. Und die sind hier mit so Klettverschluss, dass man schön leicht mit der Hand reinkommt, als immer nur so reinzudrücken und zu versuchen, irgendwie was zu bekommen. Und die sind richtig schön dick und warm und werden uns gut durch den Winter bringen. Dann habe ich eine Mehrfachsteckdose, heißt das so? Ich habe keine Ahnung. So ein Adapter-Ding gekauft. Das ist ja echt riesig. Also das kommt in eine normale Steckdose. Dann hat man so ein Oschi-Ding an der Steckdose dran. Ich wollte das für die Küche haben, weil wir haben in der Küche 3 Steckdosen hier vorne. Hinten haben wir auch noch welche. Aber die hier vorne werden halt eben genutzt für den KitchenAid, für Alexa, für unsere ganzen Ladesachen. Also die Uhren werden da geladen, die Kopfhörer von meinem Mann und mir werden da geladen. Dann generell für Tablet und Handy und was weiß ich was alles. Ja. Deswegen ist da immer einiges am Start. Und hier wäre es so, dass man hier oben etwas laden kann, dann an der Seite 2 Stück. Und was wir auch ganz viel haben, sind diese USB-Anschlüsse, wo man dann eben jetzt schon mal welche dran machen könnte und kann dann halt eben mehrere Sachen auf einmal laden. Das finde ich ganz cool, weil wir sind immer dabei, hier bei diesen Dreiersteckdosen Sachen rauszuziehen, weil wir nie alles gleichzeitig benutzen können. Jo. Deswegen dachte ich mal, testen wir das doch mal. Und ich habe hier so Ohrenstöpsel-Dinger gekauft. Da muss ich jetzt gucken, welche davon ich dann behalten werde. Und zwar einmal für mich. Ob es jetzt für Flugzeug und Co. ist, gerade wenn es irgendwie lauter ist und Kindergeschrei gibt und keine Ahnung was, habe ich immer so ein bisschen Probleme, in Schlaf zu finden tatsächlich. Und ja, auch dann für uns, wenn wir alle zusammen schlafen. Was heißt schlafen? Wir haben 2 Betten sozusagen, 2 Schlafbetten und eins davon ist ein Doppelbett. Ich werde wahrscheinlich mit meiner Mutter zusammen schlafen. Die Gute schnarcht. Ich dachte mir, ich nehme das mir mal vorsichtshalber mit, falls ich da am Ende ein paar schlaflose Nächte habe. Und ich habe jetzt hier, diese 3 sind aber Minis, die sind tatsächlich für Kinder. Und ich dachte mir, ich werde das Ganze mal testen, falls die Mädels irgendwie ein Problem haben, wirklich im Flugzeug, ja, in den Schlaf zu finden, falls es ihnen zu laut ist, falls da andere Kinder laut sind oder. Einfach so als Safety First, weil ganz ehrlich, bei Lara jetzt im letzten Flug, hat es eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Einschlafen. Und da waren auch schon immer wieder Kinder laut.
Aber es war halt auch nur ein 3,5-4-Stunden-Flug, wo man sagt so, hey, wenn sie auch nicht geschlafen hätte, dann wäre es nicht so schlimm. Aber wenn es so passieren sollte, bei einem 10-Stunden-Flug, wo man davor und danach ja noch gut unterwegs ist und man insgesamt irgendwie vielleicht, was weiß ich, 15 Stunden, 16 Stunden unterwegs ist und da dann irgendwie das Problem wäre mit Schlafen da, oder dann findet sie in den Schlaf und wacht dann auf von weiß der Geier was. Gerade diese Durchsagen, die vom Piloten immer mal kommen, die sind dann manchmal so plötzlich so laut, wo man sich richtig erschreckt. Und deswegen, ich will das einfach mal mitnehmen und ja, dann gucken wir mal. Die sollen auch gut sein bei Wasser, also Wind, Kälte, Wasser, Lärm. Wenn die Kids am Planschen sind, am Spielen sind, Wasser ins Ohr kriegen und sowas, das ist eigentlich auch ganz cool. We will see. Ich muss mal das mir noch genau anschauen, welche von denen dann ich behalten möchte. Dann habe ich jede Menge Nahrungsergänzungsmittel bestellt. Da sind auch welche von meiner Schwester mit dabei. Ich muss mal raussuchen, welche von ihr waren, welche von mir. Gepuffertes Vitamin C, Eisen plus Vitamin C, Magnesiumkomplex, Magnesiumoxid, das war auf jeden Fall von meiner Schwester. Dann Selen, nochmal Eisen, Vitamin C, das ist dann für meine Schwester. Und Vitamin D3, K2, Omega-3, das ist auch von mir. Und das hier von Natural Love, das war, glaube ich, auch nochmal für sie. Nee, das ist für mich, OPC habe ich nachgestellt. Genau. Und dann nochmal so ein Ding, weil meine Schwester das auch haben wollte. Genau, that's it. Das waren die Sachen, die ich geordert hatte. Genau. Ja, einiges auf jeden Fall. Ich habe immer noch keine E-Mail bekommen. Ach, das ist echt, echt ätzend. Wir haben jetzt kurz vor zwei. Naja, ich gehe jetzt mal kurz rüber zu meiner Schwester und hole mir einen großen Teller Bauerneintopf. Ich habe so Hunger mittlerweile. Lara ist noch ganz lieb am Schlafen und deswegen werde ich jetzt mal zu Mittag essen und ja, einfach schauen, dass ich weiterarbeite und vielleicht dann mein Video mal komplett fertig mache. Ich habe es ja fertig geschnitten und hochgeladen, aber dass ich da alles fertig bearbeite, dass es in Ruhe später online gehen kann. Ja, das ist der Plan.